Servus YouTube und herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Und ihr seht hier schon der nächste, der Hot Topic exklusiv. Und zwar habe ich auch den Chase gezogen. Und zwar ist das Adamantium Skelett. Das heißt also, ja, stärkeres Skelett. Was jetzt der Perk genau bewirkt, weiß ich jetzt nicht auswendig, da müsste ich nachschauen, aber ich will jetzt das Spiel nicht starten. Und zwar ist das die Chase-Version Adamantium Skelett. Und ich würde sagen, nachdem wir ihn hier aus der leicht betüdelten Box, was mir aber allerdings nichts ausmacht, rausholen. Und ich stelle ihn euch dann mal hin, dass ihr den auch seht. Ich habe erst gemeint, er könnte Glow in the Dark sein, aber das steht hier nirgends drauf. Also wird das nicht sein, denke ich mal. Auch wenn das Skelett so aussieht, aber ich habe ihn noch nicht leuchten sehen. Nee. Und hier haben wir den kleinen im Adamantium-Skelett. Da würde ich doch gleich mal sagen, holen wir ihn euch näher. Hier seht ihr ihn schon, den guten. Steht mit ausgebreiteten Armen da. Vorne und hinten das Adamantium-Skelett, das Bemalung drauf. Die Haare hier auch wieder sehr schön gelungen. Natürlich das Pip-Boy-Gesicht. Ich frage mich gerade, ich vergleiche das mal gerade. Es ist, lass mal sehen. Ja, ich denke mal, es ist hier auf jeden dasselbe Gesicht. Wenn ihr meinen anderen World Boys seht, denke ich mal, werdet ihr das merken. Es ist immer bloß ein anderer Körper. Aber auch hier sehr schön detailliert die Bemalung mit dem Adamantium Skelett. Ich weiß nicht, wer es zuerst gehabt hat. Hat es zuerst Fallout gehabt oder Wolverine? Aber ist ja egal. Auch hier von hinten. Ich dachte erst, weil es hier etwas ja, matter erscheint, dass es vielleicht ja auch die Nummer, dass es vielleicht im Dunkeln leuchtet, aber habe ich noch nichts ausgegangen. Natürlich kann man auch hier wieder den Kopf drehen. Aber wie immer im Quick Look, geht schnell. Hat auch den Hot Topic Aufkleber auf den Karton, falls ich das vergessen habe. Geht schnell im Quick Look bei mir. Und Funko Pops, naja. Sie sind schöne Figuren, aber sie haben nicht viel zum zeigen, also Bewegungspunkte und so, bloß den Kopf. Und dann würde ich sagen, was war's für heute schon wieder. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo freue ich mich und über jeden Kommentar. Und ich schaue, dass ich euch hier oben in der Infobox noch das Unboxing der Figuren zeige. Oder verlinke besser gesagt. Also schaut da auch mal vorbei und sagt tschüss, bis zum nächsten Mal.